Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, was ich aufgebraucht und aussortiert habe. Nicht viel. Auch für diesen Ausschnitt reicht es. So, und zwar habe ich hier einmal zum ersten, zum zweiten, nein, ich habe hier einmal einen Tarte aufgebraucht. Und zwar heißt es Lavender Sunset. Fand ich richtig gut. Ist allerdings eine Rarität, kriegt man nicht mehr so einfach. Aber würde ich mir definitiv auch als große Kerze holen. Aber wie gesagt, da kommt man ziemlich schlecht dran. Ja, auch fand ich eine richtig gute Tarte-Sache. So, dann habe ich aus meinem Projekt mein Parfüm leer gemacht. Das ist halt auch mein Lieblings-Sommerparfüm, das Love Chloe. Ich finde das total toll. Ja, muss ich aufbewahren, die Flasche, weil ich das ja abwiegen muss für mein Projekt, was ich am Laufen habe. Und zwar habe ich aus meinen, genau, das da, das ist genau dasselbe mit dem Projekt. Ich habe eine Mascara aufgebraucht, und zwar ist es die Essence The False Lashes Mascara. Könnte die eigentlich immer noch benutzen, aber die fängt an zu krümmeln. Immer wenn ich dann halt, wenn die trocken wird, krümmelt die hier unterm Auge und ja, die kostet 3 Euro. Ne? Also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, dass ich für 3 Euro, obwohl ich Mascara, ich glaube 20 Stück oder sowas habe, dass ich mich dann halt mit so einer hier abmühe. Ja, die wird jetzt rausfliegen, die ist jetzt für mich aufgebraucht. So, dann habe ich in meinem gerade Update von meinen 7 Produkten, habe ich die beiden Sachen hier aussortiert. Einmal den Wet n Wild Primer. Ist einfach etwas für ölige Haut und nicht für trockene Haut. Ich sah aus, mein Kinn war immer total trocken, hat sich das Make-up immer blöde abgesetzt, mag ich nicht, kommt weg. Genauso, was heißt genauso, aber hier Trended Up Waterdrop Brow Liner. Ja, habe ich versucht zu benutzen, allerdings ist der mir einfach viel zu aschig. Das würde ein bisschen dämlich aussehen und der kommt. Und dann habe ich gerade noch Make-ups deklattert. Da habe ich jetzt 7 Stück aussortiert und zwar einmal BB-Cream von Garnier. Das ist mit Lichtschutzfaktor 30, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber ich kann so vieles nicht aufbrauchen. Dann von So Bio, ist halt Naturkosmetik, auch eine BB-Cream. Die ist ein bisschen Coverage, also was heißt ein bisschen, die ist krass Coverage. Also ich weiß gar nicht, warum die BB-Cream heißt. Dann hier von Bare Minerals, das habe ich doppelt, ich wusste es nicht. Ich habe es in meiner Sammlung gehabt, einmal in klein, einmal in groß. Dann gebe ich das große halt hier ab. Das ist halt von Bare Minerals, ist das so ein loses Make-up, nenne ich es jetzt einfach mal, in Medium Beige. Ups. Dann habe ich hier zweimal das Love Even Elixir Serum Foundation. Ja, einmal in der Farbe 10 und 20. Jedes Mal, wenn ich das drauf habe, sagt mein Freund zu mir, man sieht voll, dass du geschminkt bist. Kann natürlich auch am Primer liegen, aber jedes Mal, egal wann ich das drauf hatte, egal wann mein Freund das gesagt hat, jedes Mal hatte ich das drauf, immer mit unterschiedlichen Primern. Aber offensichtlich funktioniert die bei mir nicht, deswegen kommen beide Nuancen weg. Und wo wir schon bei Love sind, habe ich hier auch noch, ich weiß gar nicht, warum das nicht richtig zugeht, habe ich hier noch eine Foundation. Ich weiß nicht, ich glaube, Love Foundations sind vielleicht nicht ganz so gut für meine Haut, keine Ahnung. Ist eigentlich auch für eine trockene Haut, ist nämlich die 12 Stunden Moisturizing Foundation, The Undressed. Ja, habe ich nicht oft verwendet, das weiß ich irgendwie. Ich finde auch irgendwie dieser, ich habe keine Ahnung, ich muss das zukleben und dann, ah, jetzt geht's. Ja, ist von der Verpackung her, finde ich irgendwie ganz cool, aber hat irgendwie nicht so ganz das gebracht, was sein soll bei mir. So, und dann habe ich hier noch ein altes Schätzchen. Altes Schätzchen, das gibt es immer noch bei Amazon zu kaufen, aber die gibt Max Factor, gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise dieses, Max Factor gibt es noch, aber diese CC Cream wurde aus dem Sortiment genommen, die war total gehypt. Ja, fand die auch damals sehr, sehr gut, habe die voll gebunkert gehabt, aber mittlerweile habe ich einfach echt coole Foundations herausgefunden, was sowas für mich ist, und dann werde ich die hier nicht mehr benutzen, die kommt jetzt auch weg. Bye, bye. Lea! Ich habe leer gemacht von Caress. Das habe ich ja von der lieben Tanja zugeschickt bekommen. Ne? Habe ich dieses Duschgel und das war mega cool. Das war so perlmuttfarben, wenn das so rauskam. Und das war so schön pflegend und hat so gut gerochen. Also jedes Mal, wenn ich am Abend so auf der Couch damit lag, wenn ich das benutzt habe, habe ich mal diesen Duft noch wahrgenommen. Mega cool. Aber ist ein amerikanisches Produkt. Kriegt man hier nicht. Aber ich danke dir nochmal vielmals, Tanja. Das war echt super. So, für die Haare habe ich aufgebraucht Kirschblüte Frühlingshaarkur. Ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, diese Haarkuren, diese Kissen sind okay, die benutze ich, aber das ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ich hole mir nur noch das, weil ich finde diese Kissen unter der Dusche immer furchtbar.
Außerdem bräuchte ich eigentlich zwei für meine Haarlänge. Da muss ich ja immer total so sparsam mit umgehen. Also untenrum. Auf dem Kopf kann ich die dann gar nicht benutzen, weil das einfach viel zu wenig wäre. So, dann habe ich wieder ein Wald 7 Duschbomben-Tab hier aufgebraucht. Eukalyptus. Das erste Mal, als ich Eukalyptus genommen habe, war das voll die mega, also Duftbombe. Das hier war ein bisschen schwächer. Keine Ahnung warum. Aber so, wenn ich so. So dran rieche, finde ich sehr toll. So, und dann habe ich hier eine Kerze aufgebraucht. Und zwar diese von Glade ist das, glaube ich. Genau, von Glade, diese Coconut Volcano oder so ähnlich heißt die. Und ich finde, die riecht überhaupt nicht nach Kokosnuss. Null. Das habe ich schon mal gesagt, als ich die aufgebraucht habe. Das Glas hier schmeiße ich übrigens auch weg. Ich finde diese Gläser immer ultra hässlich. Und da gibt es ja auch die großen von. Die sind dann durchsichtig, aber die kosten natürlich auch ein bisschen mehr. Und bei meinem DM gibt es die gar nicht, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ist eine sehr, sehr tolle, intensive Duftkerze. Ich habe mir die letztens in einem Haul, habe ich auch in einem Haul gezeigt, habe ich mir, glaube ich, 5 Stück oder so davon gekauft, weil die für 1,45 im Ausverkauf bei DM waren. So, dann habe ich leer gemacht, das habe ich gerade auch drauf. Girls Can Do Anything. Das ist halt ein Parfum von Static and Voltaire. Ist ein Duft, den ich schön finde, aber den ich mir nicht kaufen würde. Dafür ist er mir echt zu unspektakulär. Ich glaube, also da kann Naomi Campbell definitiv mehr als das hier. Dann hier, das habe ich nicht aufgebraucht. Das werde ich dann jetzt weitergeben, weil das habe ich nur einmal kurz gesprüht. Und zwar, ich bin ja total der Jimmy Choo Fan, aber das Neue hier, das war in so einer Tüte hier drin. Das heißt Jimmy Choo Fieber. Das ist mir einfach zu intensiv. Nee, hieraus riecht das wie so eine Limo. Aber das war nicht so meins. Und das, was ich aussortiere, das habe ich in einem Halloween-Tutorial, wollte ich benutzen, aber dann habe ich halt einfach festgestellt, dass es einfach mega trocken macht. Also einerseits fürs Tutorial wäre es cool gewesen, aber es war so fleckig dann für mich selber, für diesen Look, den ich wollte, dass ich gesagt habe, nein, dann sortiere ich jetzt aus, weil das war so matt, habe ich keine Lust drauf und vielleicht ja im Trashpäckchen oder so. Ja, das ist das NYX HD Studio Puder, so ein loses Puder halt. So, und jetzt noch, ja, so ein bisschen was Leeres hinterher. Ich weiß nicht genau, warte, erst mache ich die anderen Sachen. Und zwar, Lenore Unstoppable ist eine kleine Tube, die hatte ich, oh Gott, hoffentlich geht das mit dem Akku noch. Eine kleine Tube, die hatte ich halt letztens irgendwann bei Lidl entdeckt, habe die genommen und ich finde die ja super toll. Ihr kennt das ja, ich bin ja total der Duft-Lenore-Freak und ja. So, dann habe ich hier zwei Produkte von meinem Freund, die ich aussortieren werde. Die werde ich irgendeinen Schwager von mir mitnehmen. Und zwar einmal von Dove Men Care. Fand er ganz schrecklich, mein Freund. Der meinte, das trocknet seine Haut tierisch aus. Ja, ist dann halt so. Ich habe es nur gut gemeint mit einem Schaummal. Und dann hat er noch dieses Axe U. Keine Ahnung, er mochte den Geruch nicht. Ja, dann kriegt das halt jemand anderes, bevor es vergammelt. Und dann habe ich leer gemacht von James Reed dieses Selbstbräunungsspray. Das habe ich in einem Trashpäckchen gehabt. Ich habe es heute, also ich habe es auf meinem Hals, auf meinem Dekolleté, in meinem Gesicht verwendet. Ich habe es auch gestern, nee, heute Morgen verwendet. Ich rieche immer noch so nach dieser Sonnenbank verbräunen. Wenn man sich ein bisschen auf der Sonnenbank gelegen hat, dann hat man ja diesen komischen Geruch. Den habe ich die ganze Zeit schon unter der Nase. Finde ich überhaupt nicht gut, diesen Geruch. Aber so vom Effekt her finde ich es echt schön, muss ich sagen. Ich muss Akku wechseln. So, ja, es war wirklich tatsächlich gut. Und die Leute haben irgendwie gemerkt, dass ich frischer aussah. Noch nicht mal, dass ich brauner war. Einmal hat mein Freund tatsächlich zu mir gesagt, als er so die Treppen hochgekommen ist und ich unten vor der Tür stand, so, Hi, Schatz. So ungefähr stand ich in der Türe und er meinte so, du siehst voll braun aus. Ich so, kann in dem Selbstbräuner liegen. Ja, hatte ich natürlich direkt griffbereit, um ihm zu zeigen. Nein, im Endeffekt, ich fand es echt gut. Aber der Gestank, ich bin ja nicht so der Selbstbräuner, Sonnenbank-Duftliebhaber-Freund. Wisst ihr, was ich meine? So, dann habe ich aufgebraucht. Ich kann sie mal aufwickeln. Weil ich habe sie nämlich so aufgerollt. Das ist nämlich so eine ja, Nivea-Nachtcreme gewesen. Habe ich jetzt auch echt lange für gebraucht. Nivea Q10 Plus C Antifalten Energie Gute Nachtpflege für müde Haut und erste Fältchen. Die habe ich aufgebraucht. Die hatte ich in irgendeinem Trashpäckchen drin. Fand ich ganz gut. Nichts dran zu meckern. So, dann habe ich ein Ice Flower
Wachsmelt aufgebraucht. Ich habe mir jetzt übrigens so ein paar neue bestellt, gekauft bei Facebook. Und zwar war das hier Stormy Days. Und das war einer der wenigen, also derjenigen, die ich jetzt nicht ganz so toll fand, weil der hatte so ein bisschen Klosteinfieber-Flair. Ja, die Geruchsrichtung würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Allerdings, was ist denn los? Allerdings war die schon schön intensiv, wie ich das von Iceflower jetzt schon quasi gewohnt bin. Richtig cool. Aufgebraucht habe ich auch einen Tart von Yankee Candle und zwar das Crackling Woodfire. Einer meiner genialsten Lagerfeuerdüfte, finde ich zumindest. Das war, glaube ich, die Weihnachts-LE vom, oder Edition LE, ich weiß nicht, ob das die LE war, aber auf jeden Fall ist das die Weihnachtsreihe von Yankee Candle vom letzten Jahr. Einfach genial. Genialer Lagerfeuerduft. Also ich habe den halt gerne angemacht, wenn ich sowieso die Woodwick-Kerze anhatte mit diesen knisternden. Und das passt dann einfach so gut. Und mein Freund meinte auch wieder so, boah, Schatz, das ist so ein genialer Duft. Ich so, ja, ich weiß. So, und dann habe ich hier noch ein paar Nagellacke, die ich aussortieren werde. Und zwar hatte ich den hier drauf. Das ist halt der Catrice Noir Nagellack in der Farbe Noir Bleu. Das ist dieser hier. Ich weiß nicht, ich hatte mir die hier ausprobiert. Ich glaube, das sieht man hier nicht wirklich. Ich hatte halt einfach ausprobiert, ob... also, ich habe hier mir die drei, die ich jetzt gleich zeige, habe ich halt ausprobiert. Und mir ist dann halt aufgefallen, diese Farbfamilie ist überhaupt nichts für mich. Ich möchte entweder richtig dunkle schwarze Nägel oder ein schönes Royalblau. Aber dieses Nachtblau ist überhaupt nichts für mich. Deswegen gebe ich das hier ab, genauso wie die zwei Essie-Nagellacke. Ja, die werde ich jetzt erstmal sammeln, weil ich habe ja so eine nette Abnehmerin gefunden, die meine Essie-Nagellacke gerne kauft und ja, du bist gemeint. vielleicht hast du da ja auch Lust drauf. Und zwar ist das einmal Surrounded by Studs, heißt der. Der schaut so aus, ist halt einer von diesen teureren Nagellacken von Essie. Und Bobbing for Bobbles oder so ähnlich heißt dieser eine hier. Der ist halt schon schöner, der ist halt so ein bisschen jeansfarbend, aber ich mag so dunkle überhaupt nicht. Dann habe ich noch einen Essie-Nagellack und zwar den ich jetzt auch gerade trage. Eigentlich, der ist nicht verkehrt, aber ich habe einfach zu viel und nein, der kommt jetzt weg. Das ist Bahama Mama. Bahama Mama ist ein ganz toller, ja, Fuchsia-Ton. Der kommt weg. So, weg. Mensch, Jenny, sei mal ein bisschen... Ich habe das eben schon beim Top 10, glaube ich, war das Top 10? Ja, ich glaube schon, ich habe da schon gesagt, dass ich den aussortieren werde. Deswegen, nein, nicht mehr überlegen. So, und dann noch ein Trended Up Nagellack in der Farbe 30. Den hatte ich auf meinen Nägeln. Ich fand die Farbe ganz furchtbar mit meinem Hautton und deswegen kommt dieser auch weg. Okay, den Rest seht ihr dann ja noch. So, die letzten Produkte für diesen Monat. Und stört euch nicht daran, ich habe gerade einen Haul abgedreht. Mein lieber Scholli, ich habe gedacht, das hört niemals auf, das ist Haul. Also krass, ey. Ich habe hier Aufgebrauchtes und Aussortiertes und da unten an meinen Füßen steht auch noch was Aufgebrauchtes. Beginne ich erstmal mit Balea Beauty Therapy. Das war halt so eine kleine Probe. Ich persönlich mag ja ungerne Proben, aber ja gut, das habe ich jetzt hier verwendet. War okay, würde ich mir allerdings jetzt nicht in groß kaufen. So, dann eine Parfümprobe. Da muss ich nochmal dran riechen. Sehe ich und... Lutens oder so ähnlich. Ja, ich kann mich erinnern. War okay, das war echt ein angenehmer Duft. Sehr intensiv. Also ich kenne das gar nicht. Habe ich übrigens von der Tanja gekriegt, zugeschickt bekommen. Ja, war okay, aber ist auch jetzt kein Duft, den ich mir kaufen würde. Ja, genauso wie den habe ich heute Morgen drauf getan. Der heißt Clean. Clean Reserved. Sweated Out. Oat. Und das war auch ein bisschen holziger. Holzig, aber aquatisch. Auch jetzt nicht. Also es war okay, den heute zu benutzen. Aber war jetzt nichts, was ich sagen würde. Der ist es. So, dann habe ich hier noch ein Parfümprobe. Ich versuche gerade so ein bisschen Parfümproben zu leeren. Und zwar, ich zeige euch das einfach mal. Den habe ich auch von der Tanja bekommen. Genau, also alle drei übrigens waren von der Tanja in diesem Umschlag, den ich letztens bekommen habe. Und der, genau, der hier war so ein bisschen... Ja, sehr, 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 sehr intensiv und würzig war der schon fast.
Ja, und der hatte was von Erkältungsbad, stimmt. Ja, war okay, würde ich sagen. Aber auch kein Duft, den ich mir kaufen würde. Dann habe ich hier eine aussortierte Sache, und zwar von Elf. Habe ich letztens im Trash-Päckchen gehabt, habe ich heute Morgen verwendet. Und ja, seid froh, wenn ihr nicht richtig sehen könnt. Aber hier unten am Kinn ist wieder alles sehr trocken. Die ist halt ölfrei und ich habe heute Morgen wieder schon gedacht, dass es ein Problem wird. Habe extra mit Öl, Haar, also Gesichtsöl, mein Gesicht grundiert auch extra noch. Und dann extra noch ein Glow, also Highlighter-Primer. Aber hat nicht so ganz funktioniert. Die Farbe hat echt gut gepasst. Das ist, glaube ich, eine sehr helle Variante hier. Porcelain. Hat gepasst, aber werde ich jetzt aussortieren. Genauso wie habe ich jetzt nochmal eine Chance gegeben, habe ich gestern verwendet. Und zwar von Bare Minerals, das Pigment in der Farbe Chime. Das ist halt so ein ganz schönes Grau mit so einem subtilen Schimmer. Aber ich trage selten Grau, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. So, dann habe ich hier meinen Lidschatten leer gemacht von Catrice. Da bin ich sehr stolz ein bisschen. Ich habe da ja immer so leichte Probleme, Lidschatten leer zu machen. Den habe ich allerdings hinterher zum Setten benutzt. Das war der Oops Nude It Again von Catrice, wie gesagt. Werde ich jetzt aufheben müssen, weil ich das noch in meinem Projekt drin habe. Und ja, da habe ich schon mal wieder eins leer. So, und dann auch von meinem Projekt, und ja, viele werden jetzt sagen, boah, endlich ist dieses blödes Ding leer hier. Und zwar von MAC, mein Ankommen Creme Blush. Und es ist Ratze. Ich könnte das natürlich noch aus, wie nennt man es, aus, mit so einem Tuch und so. Aber das ist Schwachsinn. Er ist leer. Er ist wirklich Ratze leer. Ja, jetzt kann ich ihn quasi wegschmeißen, beziehungsweise back to MAC. So. Leer. Dann haben wir hier nämlich noch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich euch das schon zum dritten Mal zeige. Ich muss das wegschmeißen. Und zwar habe ich hier von Garnier, denn die habe ich schon gezeigt. Die habe ich definitiv schon gezeigt. Hydra Bomb Tuchmaske habe ich die schon gezeigt. Also, wenn ihr das schon gesehen habt, werde ich das wegtun. Auf jeden Fall die Hydra Bomb Gesichtsmaske, die war okay. Ich finde die anderen Gesichtsmasken davon definitiv besser. So, dann habe ich hier so eine Probe gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Probe war oder ob das tatsächlich so zu kaufen gibt, weil manche Händler, manche Firmen bieten ja auch so kleine Größen quasi an, für so einmal benutzen. Aber davon hätte ich dann vier gebraucht für meine ganzen Haare. Ich habe das jetzt nur für meine blonden Spitzen genommen und da war das tatsächlich gut. Ich werde mal schauen, dass ich, aber ich habe ja jetzt erstmal ein bisschen wieder an Haarkuren, aber die macht tatsächlich, man kann die halt als Spülung benutzen oder als Maske oder als Leave-In. Und ich denke mal, als Leave-In wäre das vielleicht interessant, aber ich mag den Bananengeruch nicht. Aber ich glaube, davon gibt es auch noch andere Geruchsrichtungen und da werde ich dann irgendwann vielleicht mal nachgucken, weil ganz uninteressant fand ich das jetzt nicht. Dann Gott sei Dank auch leer von Balea, ist auch in meinem Project 12 drin. Und zwar ist es der Mousse-to-Öl Body Show. Ja, ist endlich leer. Kann ich jetzt auch quasi wiegen und entsorgen dann bald. Wo ich auch so froh drüber bin, ist über das Rasiergel von Balea. Das ist mit dem Duft von Pfirsich und Zitrone. Ich habe gedacht, ich würde mich mit Eistee rasieren. Fand ich jetzt nicht gut. Allerdings sonst machen die von Balea ja ihren Job ganz okay, ne? So, dann habe ich hier 00 WC-Reiniger, Aktivgel 3 in 1, muss ich nicht dazu sagen. Ist halt für den Pott zum Reinigen, ne? So, und dann habe ich hier wieder eine Duschbombe von Wald 7, habe ich hier aufgebraucht. Mit Lavendelgeruch. Habe dieses hier leider nicht durchgebrochen bekommen. Ich habe versucht und gemacht und getan, hat das demnach komplett benutzt. Aber Lavendel ist schon eine tolle Sorte davon, muss ich sagen. Einer meiner Lieblinge. Und dann halt von Lancaster, das hatte ich irgendwann in einem Trash-Päckchen drin, ist halt ein Tan-Maximizer für unter der Dusche Bodylotion. Und da dachte ich mir so, what? Wofür? Unter der Dusche Bräunungslotion? Oder was soll das jetzt? Und dann habe ich es einfach mir auf die Beine geschmiert zuletzt. Habe das ein bisschen einwirken lassen unter der Dusche, abgespült und fertig. Also es war natürlich jetzt auch nicht so ergiebig und so. Also wer weiß, vielleicht ist es ja für Leute, die im Urlaub waren und danach ihre Bräune länger halten wollen und so. Vielleicht ist das ja gut. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, ich habe übrigens eine Yankee Candle aussortiert, beziehungsweise wieder zu Melts verarbeitet, und zwar die Pink Sands. Also für alle, die Interesse haben an Melts kaufen. In der Infobox stehen alle, die ich derzeit noch anbieten kann. Ja, auf jeden Fall so.
Mehr braucht euch dazu nicht zu sagen. Ich werde jetzt dieses ganze Chaos beseitigen und ihr seht jetzt, das war nämlich alles, was ich im September jetzt aufgebraucht habe. Dann fängt dann bald wieder der Oktober an. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie viel ich so im Durchschnitt, was heißt im Durchschnitt, was ich diesen Monat alles verbraucht habe und so, guckt da mal in der Infobox, da schreibe ich alles Mögliche für mich hin, aber auch für euch so ein bisschen um eine Strategie, wollte ich gerade sagen, eine Statistik für mich zu haben. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Bis dann. Ciao.